Wird sich die Landesfraktion von Bündnis 90 Die Grünen aus Sachsen wirklich für den Vermittlungsausschuss aussprechen? Bis Samstag, dem 16. März, zählt sich Sachsen eigentlich als sichere Enthaltung, da sich die Grünen-Landesfraktion bereits in einem Statement vom 3.3. als Reaktion auf eine E-Mail-Aktion gegen den Vermittlungsausschuss positionierte. Doch am Abend des 16. März veröffentlichte Ministerpräsident Kretschmer von der CDU folgenden Post. Der Freistaat Sachsen wird am Freitag im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Mein Ziel ist es, dass dieses Gesetz niemals wieder aus dem Vermittlungsausschuss herauskommt. Mit dieser Ansage, den Vermittlungsausschuss nicht konstruktiv und sinngemäß für eine Einigung zum Cannabisgesetz zu nutzen, ist eine Enthaltung seitens der Grünen doch nun wirklich Pflicht, spätestens jetzt. Und da es viele auch eben nicht glauben konnten, wurde erst spekuliert, ob es sich bei der Aussage von Ministerpräsident Kretschmer wirklich um eine konkrete oder unkonkrete Aussage handeln würde. Fand bereits eine Abstimmung mit Grünen und SPD auf Landeskoalitionsebene endgültig statt? Zumindest die ersten Reaktionen sprachen dafür, dass die Grünen zwischenzeitlich in der Länderregierung in Sachsen wirklich gekippt sind. Mit Blick auf die Reaktionen hier zu sehen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er kommentierte noch am selben Abend den Post von Ministerpräsident Kretschmer und betonte eben wie folgt. Jedes von SPD und Grünen mitregierte Land muss wissen, dass das Cannabisgesetz am nächsten Freitag stirbt, wenn man den Vermittlungsausschuss anruft. Die Unionsländer würden sich bedanken und mit allen Verfahrenstricks das Gesetz im Vermittlungsausschuss beerdigen. Am nächsten Folgemorgen des 17. März legte er nach. Wenn Bundesländer das Cannabisgesetz in den Vermittlungsausschuss zwingen, kommt es dort nicht mehr heraus. Dann hätten wir eine einmalige Chance verpasst, die gescheiterte Cannabispolitik zu beenden. Mit Tricks würde das Gesetz gestoppt, für das 400 Bundestagsabgeordnete stimmten. In dem verlinkten Artikel vom Handelsblatt äußerten sich die gesundheitspolitischen Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und FDP-Bundestagsfraktion ebenfalls zur Sorge, dass das Cannabisgesetz im Vermittlungsausschuss sterben würde. Die Situation ums Cannabisgesetz ist also ernst und es darf keinesfalls zum Vermittlungsausschuss kommen. Doch hat sich die Grünen-Fraktionsspitze in Sachsen wirklich schon fest mit der CDU auf ein Ja zum Vermittlungsausschuss im Bundesrat geeinigt? Aus der Grünen-Fraktionsspitze hieß es hier zu sehen wie folgt von Wolfram Günther, dem Vizeministerpräsidenten von Sachsen: Einen Vermittlungsausschuss mit dem Ziel, das Cannabisgesetz zu verhindern, wird es mit uns Bündnisgrünen im Bundesrat nicht geben. Der Vermittlungsausschuss wird eingeschaltet, damit die Interessen der Länder an einem Gesetz besser berücksichtigt werden. Es ist ein wertvolles demokratisches Instrument, das man mit Verfahrenstrickserei besser nicht beschädigen sollte. Wenn wir uns dazu in der Staatsregierung nicht einigen, wird sich Sachsen im Bundesrat zur Anrufung des Vermittlungsausschusses enthalten. Dies war wie zu sehen am Sonntagmittag. Dies wurde auch bestätigt von der grünen Justizministerin aus Sachsen, Katja Mayer. Auch sie sagte eben, dass der Status noch bei den laufenden Gesprächen liegen würde und dass man sich noch nicht geeinigt hätte. Dies wurde ebenfalls sonntagmittags veröffentlicht. Warum dann jedoch kurz darauf die Grünen Sachsen auf ihrem Social Media Account in Instagram wie folgt gepostet haben, erschließt sich mir dann aber strategisch nicht wirklich. Man hätte sich auch absprechen können. Jedenfalls hier wie folgt. Wir sind die politische Partei, die sich seit Jahrzehnten konsequent für die Freigabe von Cannabis einsetzt. Selbstverständlich wollen wir, dass das Cannabisgesetz und damit eine zeitgemäße Drogenpolitik und wirksamer Jugendschutz schnellstmöglich kommen. Um die Gerichte in die Lage zu versetzen, das Gesetz fristgemäß umzusetzen, den damit verbundenen Mehraufwand zu bewältigen und alte Fälle aufzuarbeiten, wollen wir sächsische Bündnisgrüne, dass die rückwirkende Amnestie zum 1. Oktober in Kraft tritt. Unser Ziel ist, diesen Punkt zu entkoppeln, sodass die übrigen Teile des Cannabisgesetzes zum 1.4. in Kraft treten könnten. Damit bestätigen sie die Zustimmung für einen Vermittlungsausschussantrag von insgesamt 12 Stück. Da auch diese Änderung in den Vermittlungsausschuss ginge, frage ich mich gerade halt, wie es gehen soll, dass dann der Rest noch pünktlich zum 1.4. in Kraft treten soll, wenn alleine die Einberufung des Vermittlungsausschusses vermutlich zwischen dem 22. März und dem 1.4. so zeitgemäß nicht einzuhalten sei. Dieser Vorschlag ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem abgelehnten FDP-Vorschlag, per Änderungsantrag das Cannabisgesetz im Bundestag nochmals im Eilverfahren anzupassen, die Amnestieregelung abzuändern, denn das hätte mit der Unionszustimmung als kurzfristige Tagesordnungsänderung und so weiter halt laufen müssen, das war utopisch und wurde deshalb von der SPD abgelehnt. Was dieses Ganze hin und her soll, ich kann es mir selber nicht erklären. Eine klare Enthaltung kann doch nicht so schwer sein, oder liebe grüne Landesfraktion? Und das war's auch soweit zu diesem Thema. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenwelt.de und rolling-stone.de. Dort findet ihr eine angepasste E-Mail-Aktion an die grünen Fraktion Sachsen zum Thema Vermittlungsausschuss definitiv verhindern. Bis zum nächsten Video.